Nachdem ihr jetzt in dem Video da oben den Spargel mal richtig gekocht haben, haben wir jetzt da unseren Spargel. Und ich möchte euch jetzt zeigen, wie man einen Spargelsalat macht. Da machen wir jetzt eine richtige leckere Salatsoße, auch Vinaigrette genannt, dazu. Deswegen kocht es nicht bei mir schon, das ist einfach Wasser. Dann habe ich da Karotten, Sellerie, Petersilienwurzeln und Pastinaken in Würfel geschnitten. Die geben wir schon mal ins heiße Salzwasser und lassen die kurz aufkochen. Dauert 1-2 Minuten. Und kurz bevor das fertig ist, habe ich da eine halbe Zwiebel und ein wenig Lauch. Ebenfalls in Würfel, das geben wir kurz bevor es fertig ist, da rein. Und wenn das fertig ist, sehen wir uns gleich wieder. So, das ist jetzt gleich fertig. Geben wir noch unser Lauch und Zwiebeln dazu. Dann lassen wir das alles bloß noch mal kurz aufkochen. Also wirklich bloß einmal durch. Ich hoffe, ihr seht's. Und dann kippe ich das schnell ab. Und jetzt haben wir Gemüsewürfel. Die dürfen dann auch nur einen gewissen Biss haben. Das macht gar nichts aus. Es soll ja wegen, ja, nicht der Brei werden. Dann nehmen wir uns da Essig. Ich habe jetzt einmal so 4-5 Esslöffel. Dann haben wir da den Spargelsud. Seht ihr in dem Video vom Spargelschälen? Das ist einfach die Schalen und die Abschnitte unten einmal kräftig in dem Spargelwasser vom Kochen durchgekocht. Richtig breiweich gekocht. Da habt ihr da den Spargelfond sozusagen. Ne? Da nehmen wir uns dann einmal, ja, so zwei Schöpfkellen voll ungefähr, den trotzdem nicht gleich wegschmeißen. Im nächsten Video zeige ich euch, wie man eine leckere Spargelsuppe macht. Also wir verwenden den Spargel wirklich komplett durch, inklusive dem Wasser. Und wenn ihr informiert werden wollt, wann das kommt, drückt mal da unten auf Abo. Weil ich habe gesehen, über 85% von euch haben kein Abo. Und schauen wir trotzdem, sollten wir doch dann ändern, oder? Ja, dann geht's weiter. Dann nehmen wir da Pfeffer. Ihr könnt da auch das Ding nehmen, weißen, schwarzen, das ist völlig egal. Ein bisschen Salz, nicht zu viel, weil wir haben schon Salz und Zucker in unserem Spargelsaft oder in einem Spargelfond, damit es nicht zu arg wird. Dann nehmen wir uns da einen Löffel, schwenken das einmal durch und probieren das mal. Ist gut essigscharf. Ist aber gut so, weil es soll ja jetzt dann abgeben und nicht, wenn es da schon schmeckt wie, buh, ja, der Spargel hat nicht viel Eigengeschmack. Deshalb auch die Zwiebeln und den Lauch mal kurz mit durchkochen. Sonst dominieren die Zwiebeln und der Lauch so dermaßen, dann könnt ihr einen Lauch in Vinaigrette anrühren und den Spargel weglassen. Ja, und das Ganze rühren wir jetzt einmal durch. Dann haben wir da unser Sonnenblumenöl selbst gemacht.
da auch gar nicht übermäßig viel. Das Öl soll ja nur eine gewisse Bindung. Nehmen wir unseren Spargel, der darf ruhig noch warm sein, das macht nichts aus. Ich stelle den mal schräg, dann glaube ich, seht ihr den besser. Und dann geben wir das da so drüber. Ich für meinen Teil, ja, mir täte die Vinaigrette schon lange. Und vor allem die Soße davor, der Spargel darf ruhig gut in der Soße schwimmen. So muss ich den jetzt wieder gerade hinstellen. Dann habe ich noch jungen Lauch. Ihr kennt auch Schnittlauch nicht mehr, das ist. Geben wir noch ein wenig drüber, zwecks der Farbe. Und weil es dabei war, Petersilie. Jetzt lässt man das ganze Ding, ihr könnt es zudecken und in den Kühlschrank stellen, einfach mal richtig durchziehen, ein paar Stunden oder über Nacht. Und dann ist er fertig. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.